Wir, die Firma Benninghofen, sind Produzent von hochwertigen Asphaltmischanlagen für den bituminösen Straßenbau. Für unsere moderne Fertigung brauchen wir natürlich auch gut ausgebildetes Personal. Dementsprechend haben wir für die verschiedenen Bereiche unsere Lehrwerkstätten, wo wir unsere Auszubildenden dort selber ausbilden. Im Rahmen von unserem Werksneubau, der nicht einmal 2 Jahre angedauert hat, mit einer hochmodernen Fertigung, wurde von unserer Geschäftsführung auch in eine hochmoderne Ausbildung investiert. In dieser Ausbildung stehen insbesondere bei den Werkzeugmaschinen auch 2 ganz neue Fräsmaschinen von der Firma FKS. Im Rahmen von der Ausbildung, wenn bei uns die ersten Lehrgänge, gerade spezifisch auch die Grundlehrgänge von der Metallbearbeitung abgeschlossen sind, wo auch mal dann erstes Gespür für das Metall irgendwo entsteht und die verschiedenen Materialien, steigen die Auszubildenden auch in die Maschinenkurse ein. Sie arbeiten dann konventionell mit den Fräsmaschinen, wo sie dann anfangen, ein Gespür für das Metall und die Materialien zu bekommen. Die Maschinen können beide konventionell bedient werden. Haben aber auch die Vorzüge von einer modernen CNC-Steuerung auf der Maschine, wo dann später im 2. Lehrjahr dann im Laufe der Ausbildung dann auch in die Programmierung eingestiegen wird, wo sie diese Sachen dann auch spezifisch lernen. Nach erfolgreicher Eingabe von dem jeweiligen Programm, wie das dementsprechende Bauteil dann gefräst werden soll, kann es an der Steuerung nochmal extra simuliert werden, dass der Auszubildende noch genau sieht, ob das Teil dann noch dementsprechend richtig gefräst wird, wie es sein soll, und kann dann mit der geschlossenen Maschine, mit der Software integrierten funktionalen Sicherheit von der Steuerung dann vollwertig CNC gefräst werden. Dank der hohen Qualität der FKS-Maschinen sind wir auch nicht nur jetzt Ausbildungsteile machen oder Übungsstücke, kommt auch immer wieder auf uns zu, dass wir Teile für die Fertigung irgendwo machen und die Fertigung unterstützen, aber auch Betriebsmittel dementsprechend, wenn in der Abteilung spezielle Sachen benötigt werden oder auch für die Abteilung Forschung und Entwicklung für zu reagieren, wo wir da dementsprechend dann auch immer wieder individuell Bauteile herstellen. Thank you.